Das sind meine Tante und ich und wir reden über Trisomie 21. Im letzten Video ging es um Therapien und Arten, aber neugierig bin ich immer noch. Okay, Fanny, hast du noch ein paar besondere Fakten zum Down-Syndrom? Na klar, fangen wir mit der Geschichte an. Das Down-Syndrom gab es wahrscheinlich schon immer. Gefunden wurden Knochen einer ca. 20-jährigen Frau in der Gegend von Tauberbischofsheim, die vor 2550 Jahren gelebt hat. Und weil du ja Zahlen nicht so magst, guck dir das mal an. Der Welt-Down-Syndrom-Tag ist der 21.3. Und anders als du hat Chris Nikic als erster Mensch mit Down-Syndrom den Ironman bewältigt. Ganz schön sportlich. Danke, Fanny. Ich weiß jetzt viel besser Bescheid über das, was unsere neuen Mitschüler ausmacht. Das Wissen sollte erstmal reichen. Und das nächste Mal zum Frühlingsanfang werde ich mich nach Aktionen von und für Menschen mit Down-Syndrom umsehen. Und in einem anderen Video erzählt euch mein Mitschüler, wie meine Eltern mir eine Mathe-Schwäche vererbt haben.